Ja, es gibt zwei. Also das eine ist das Allgemeine, das viele Menschen genießen, Meeresrauschen, weil dieses breitbandige Rauschen einfach gut tut. Und das zweite ganz konkret, das sind die Stimmen meiner Kinder. Ja, mein Großvater war Bäckermeister und es gab bei uns eine sogenannte Brotschneidemaschine mit einem großen Keilriemen. Und wenn die lief, dann war das einerseits ein ziemlich brachiales Geräusch, weil das ja das harte Vollkornbrot, das rheinische Vollkornbrot, schnitt. Aber andererseits auch ein sehr angenehmes Geräusch, weil ein Motor lief, der mit Strom betrieben war. Das ist so eine Art von Kindheitserinnerungsgeräusch. Also ich würde allgemein antworten, alle. Möglichst viele. Wobei wir nicht immer wissen, welche Geräusche zunächst oder bald verschwinden werden. Wir merken es ja in der Regel immer erst dann, wenn sie schon weg sind. Dann ist es zu spät. Also wenn es nach mir geht, alles aufzeichnen. Geräusche sind unsere, und das sage ich jetzt ganz bewusst als Gründer der Schule des Hörens, Hauptorientierung im Alltag. Unsere Ohren sind viel mehr als unsere Augen Raumorientierer. Sie geben uns Signale, was gerade hinter uns passiert. Das sind die Rückspiegel im Alltag. Wenn wir keine Ohren hätten und würden Fahrrad fahren, das ist schon echt lebensgefährlich. Selbst auf Fußgängerwegen, in der Fußgängerzone hier in Köln, ohne Rückspiegel per Ohr zu gehen, ist ziemlich gefährlich, was Knochenbrüche betrifft. Also Geräusche prägen uns, stimulieren uns, sorgen für bestimmte Emotionen, sind fast noch wichtiger, obwohl ich keine Hierarchie schaffen will, als die optischen Informationen. Deswegen können blinde Menschen sich im Alltag auch eigentlich leichter orientieren als Taube. Oh ja, der Wandel der Geräusche ist eklatant. Es gibt Forschungen, die belegen, dass die Lautsphäre der Großstädte der westlichen Zivilisation in den letzten 40 Jahren, wenn man es in Dezibel, also logarithmischen Zahlen benennt, mehr als verhundertfacht haben. Bedeutet, im Zuge dieser Verlautstärkung haben alle anderen Geräusche auch an Lautstärke zugenommen, zum Beispiel die Warnsignale, Feuerwehr, Polizei. Wenn Sie die heutigen Warnsignale nehmen und Sie vergleichen mit denen, sagen wir mal, in den 30er oder 50er Jahren, sie sind so immens viel lauter, dass es im Grunde evident ist, dass wir jetzt einen nächsten Sprung benötigen, der wieder unter die Lautschwelle geht, weil wir sonst alle unser Gehör verlieren, wenn wir, was ja jetzt schon oft der Fall ist, auf dem Fußgängerweg sind und eine Feuerwehr fährt vorbei. Die New Yorker Polizei hat im Jahre durchschnittlich 200 Fälle von Taubheit vor Gericht zu verhandeln, weil durch dieses plötzliche, unglaubliche Schallereignis, diesen unglaublichen Schalldruck, Menschen ihr Gehör verlieren. Und das kann auf Dauer nicht die Funktion von Warnsignalen sein, sondern Warnsignale müssen wirklich warnen. Und interessant ist, dass es Versuche, die es schon gegeben hat, Max Neuhaus in New York, unter dieser Lautsphäre durchzukommen, durch Frequenzen, die quasi immer nervös machen, von den entsprechenden Abnehmern, nämlich Feuerwehren, nicht genommen worden sind, weil sie nicht genug Power haben. Dahinter steckt ein großer Irrtum, laut gleich stark. Ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, Irrtum, leise ist auch stark. Geräusche zu konservieren halte ich für genauso notwendig und allerdings erst jetzt ins Bewusstsein der sozusagen musealen Welt geraten, wie optische Werke der Kunst, Fotografien, Pläne, Stadtzeichnungen zu konservieren, was wir seit Jahrhunderten tun. Aber die Optik ist uns leichter bislang gefallen zu konservieren, weil wir dazu technische Instrumente hatten. Papier, Fotografie und so weiter. Die akustische Konservierung ist uns im Grunde erst in diesen letzten 100 bis 150 Jahren möglich geworden. Insofern ist es eine sehr junge Form. Und mit der Digitalisierung endlich auch in einer Größenordnung möglich wie nie zuvor. Bedeutet, es gibt jetzt kein Argument mehr zu sagen, ja, ja, die Akustik, so schön, sie ist so flüchtig. Nein, sie ist genauso fassbar, auch messbar,
analysierbar wie bestimmte optische Erscheinungen und gehört ab sofort genauso vollständig dokumentiert und konserviert wie die optische Erscheinung der Welt und nur zusammen, am liebsten noch mit Gerüchen, also wenn alle Sinne dabei wären, kriegen wir, was das historische Gedächtnis betrifft, eine Vollständigkeit hin. Natürlich haben wir noch ganz andere Wahrnehmungsstrukturen, aber der akustische und der optische zusammen ist schon sehr weitreichend. Insofern Blanko-Bescheinigung, alles aufnehmen.